Ja, hallo auch noch von meiner Seite. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben nach dem Mittagessen am zweiten Tag bei doch auch vielen anderen spannenden Vorträgen, die es gibt. Wie gesagt, mein Name ist Reinhard Eisel, ich komme von der Zelum und in den nächsten 40 Minuten würde ich gerne ein bisschen darüber erzählen, was uns so antreibt und was wir für unsere Kunden lösen. Ja. Und möchte einfach mit beginnen, ein bisschen was über die Zelum zu erzählen, für die es nicht kennen. Ich meine, die Print-Kollegen und wir haben auch einige gemeinsame Kunden, sind noch einige heute und gestern auch schon da gewesen, vielleicht, falls man uns noch nicht kennt. Wie gesagt, wir kommen aus Österreich, vielleicht hört man es auch ein bisschen am Akzent. Wir haben unser Headquarter in Linz in Österreich, mit Offices in Wien und Kunden hauptsächlich im Dachraum, aber auch darüber hinaus ein paar in Nordamerika, ein paar in Südostasien. Nur kurz zu mir, ich bin bei Zelum Chief Product Officer, also gesamtverantwortlich fürs Produkt. Ja. Bin seit 2011 bei der Zelum und habe begonnen eben im Projektgeschäft, habe bei vielen unserer größten Kunden Zelum eingeführt mit anderen Systemen wie typischerweise eben PIMS oder eben auch natürlich der Print Suite integriert. Und darf jetzt seit ungefähr 2 Jahren fürs Produkt verantwortlich zeichnen. Uns gibt es schon relativ lange, die Zelum ist seit 20 Jahren aktiv am Markt. Wie gesagt, gesundes Wachstum, keine externen Investoren, das heißt, unser Gründer und unsere Vision haben jetzt keinen geplanten Exit sozusagen drin. Ja. Und aktuell ungefähr 100 Leute über die Standorte verteilt. Was uns auch wichtig ist, ist auch nachhaltiges Operieren, das heißt also nicht nur für unsere Kunden sozusagen ein langjähriger Partner zu sein, sondern auch im Sinne sozusagen nachhaltigen Wirtschaftens. Wir haben zum Beispiel eine große Elektrofahrzeugflotte und 200 Kilowatt Solarleistung am Dach und das treibt uns auch als Firma an, hier entsprechend aktiv zu sein. Und natürlich unser Stolz, die Kunden, diverseste Verticals, ja, also von Life Sciences, Pharma, von Manufacturer, Retail und wie gesagt auch eben einige, wie eben zum Beispiel Grohe, die wir gemeinsam mit den Print-Kollegen haben. Gut. Beginnen möchte ich zu erklären, was wir, wenn wir unseren Kunden sprechen, unter einem Kauferlebnis verstehen, einem guten Kauferlebnis, weil es uns darum geht, für jeden Touchpoint auf der Customer Journey den entsprechend wirksamsten Content liefern zu können. Und Punkt 1, als Kunde möchte ich meine Erwartungen erfüllt sehen. Ja. Wenn wir daran denken, okay, wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, bei Taco Fashion, das ist ein Kunde von uns, Kleidung kaufen zu gehen, dann habe ich eine gewisse Erwartung, was den Preis und die Qualität der Ware betrifft und auch sozusagen die generelle Experience, wenn ich sozusagen einkaufe. Natürlich wäre meine Erwartung, wenn ich mit einem Mindset reingehe, bei uns in Linz gibt es einen Peak und Kloppenburg und da gibt es Abteilung, gibt es Boss und wenn ich sozusagen da was kaufe, dann habe ich gänzlich andere Erwartungen an mein Kauferlebnis. Also wichtig ist einfach, dass ich dann mit dem Kauferlebnis zufrieden sein kann, wenn meine Erwartungen als Kunde erfüllt sind. Punkt 2, als Konsument wollte ich auf einem einzigen Ort ein zufrieden machendes Kaufserlebnis haben. Was heißt zufriedenmachend? Wie gesagt, wir haben schon von der Erwartung gesprochen, aber ich will sozusagen auch dann keine Buyer's Remorse haben. Ja, ich will danach die Gewissheit haben, mich richtig entschieden zu haben. Ich muss also, um diese Entscheidung auch treffen zu können, sozusagen richtig informiert sein und meine Erwartungen erfüllt bekommen. Und Punkt Nummer 3, 70%, also sagt Gartner, glaube ich, ist es, 70% der Loyalität, die wir für eine Marke empfinden, sind dem Produkt geschuldet. Ja, das heißt,
Ja, natürlich, die Marke ist wichtig als Wiedererkennungsfaktor und als etwas, womit ich mich identifizieren kann. Aber die Loyalität zur Marke kommt aus dem Produkt und dem Erlebnis beim Kauf. Ganz kurz noch vielleicht ein bisschen ausholen, wie sozusagen der Digitalisierungsprozess für sozusagen Online-Käufe sozusagen sich entwickelt hat. Wir haben ein bisschen recherchiert, also 1994 gab es wohl den ersten Retail-Shopping-Vorgang im World Wide Web. Ja. Es gab wohl vorher auch schon Online-Kaufprozesse, aber so im World Wide Web tatsächlich 1994. Den Herrn kennt man vielleicht mittlerweile mit weniger Haaren, aber 1995 hat der Jeff Bezos Amazon gegründet und jetzt also initial mit Ware begonnen, die sich leicht lagern lässt, die sich leicht beschreiben lässt, da reicht ein Bild, eine recht simple Experience, aber nichtsdestotrotz natürlich ein großer Erfolg. Ich habe nachgeschaut, ich habe seit Ende 1998 ein Amazon-Konto, also knapp nach dem Launch, also und wie es dann in Europa verfügbar geworden ist. 1996, spannend, weil jetzt gibt es Booking.com und mit Booking.com gibt es auch sozusagen jetzt ein anderes Erlebnis, denn die vertreiben jetzt nicht sozusagen physikalische Produkte, Bücher, sondern die vertreiben eine Dienstleistung, die vertreiben ein Erlebnis, also eine Reise, sozusagen auch sozusagen andere Herausforderungen im sozusagen Erzählen oder an Beschreibung der Leistung und im Erzielen einer gewissen Experience beim Buchen, damit ich die Reise mit der richtigen Erwartungshaltung antritt. Also wiederum Punkt 1, also die richtigen Erwartungen wecken und managen. 98 PayPal, das heißt natürlich ein großer Fortschritt über die Zeit, dann, wenn es darum geht, sozusagen Transaktionen auch leichter online abschließen zu können. Und dann mit 2000 auch noch so eine Zäsur, wo es dann darum geht, wie kriege ich denn die Leute überhaupt zu meinen Angeboten, ja, außerhalb von sozusagen Anzeigen, TV- und Radioclips und so weiter, sondern direkt dort, wo sie im Internet ihre Navigation oder ihre Zielseiten kriegen, Google AdWords. Ja. Großer Erfolg, also wenn ich nur an meine Mutter denke zum Beispiel, die verwendet die Browserleiste oben einfach nur als Google-Suchfeld, um zu den Seiten zu gelangen und die Dinge zu finden, wo sie sozusagen hin will. Also direkt integriert in die Experience schon von Anfang an. Gut, Entwicklung von Amazon, 10 Milliarden 2006. Des einen Erfolg, des anderen sozusagen Leid. Quelle hatte ein großes Katalog. Anbieter, Katalog, Kaufhaus mit einem großen Lager auch in Linz in Österreich, wo wir unseren Sitz auch haben, 2009 Konkurs. 2017 erste spannende neue Themen im Sinne von Experience, also wie kann ich Produkte erleben, und da hat Instagram Shoppable zum Beispiel gestartet und das war sozusagen einer der ersten sozusagen Ansätze, um in Content-Erlebnisse direkt auch Produktinformationen und damit sozusagen Kauferlebnisse auch zu integrieren. Gut, 2018, mittlerweile 218 Milliarden Dollar Umsatz. 2020 hat dann auch Karstadt noch Konkurs angemeldet. Also wir sehen, die Gewohnheiten verändern sich und es gibt am Markt Firmen, die sozusagen hier nicht mitgehen können. Und wo wir jetzt sind, 2020 und sozusagen später, Covid-19 als großer Katalysator in der Digitalisierung, der Horst hat es heute Morgen ja schon auch kurz erzählt, wo Firmen, wo sozusagen jahrelang IT gebremst hat, da war es plötzlich auch möglich, Teams zum Beispiel jetzt innerhalb von wenigen Wochen einzuführen. Das ist ein bisschen so der Status quo, wie hat sich das entwickelt, wo kommt diese Geschichte her? Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie wir einkaufen, beziehungsweise eigentlich mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, wie wir eingekauft haben. Ja, also es gibt da bestimmt gewisse Ansätze, aber eines dieser Modelle, der sozusagen theoretisch zugrunde liegt, ist das AIDA-Modell, also Attention, Interest, Desire, Action.
Attention, Aufmerksamkeit erzeugen, also klassisch, weiß nicht, Saturn, Geiz ist geil, ja, das und der, dieser und dieser Fernseher reduziert und bis zum Handlungsaufruf, ja, schauen Sie vorbei im Geschäft bis zum Freitag, da gibt es ihn um 20% reduziert. Ja. So ein bisschen klassisch, wie sowas kommuniziert wurde und wie es funktioniert. Und ja, dann hat man es eben geschafft, der Kunde hat folgt in diesen Handlungsauftrag oder Handlungsaufforderung, geht ins Geschäft, kann die Dinge tatsächlich auch ausprobieren, in die Hand nehmen. Im optimalen Fall gibt es auch Beratung, das heißt ja, also auch die menschliche Komponente, zwischenmenschliche Komponente und Informationsaustausch. Oder natürlich das Browsing, also das inspirieren lassen. Und als Österreicher kennt man das, also ich habe ja nur geschaut, ja, gibt es dann. Ich finde erst Muttertag, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Oder natürlich dann auch online. Ja. Und wie wir gesehen haben, Amazon, das geht schon sehr lange auch online. Da habe ich einen großen Bildschirm, den fülle ich mit Informationen. Ja, hoffe, der Kunde fühlt sich abgeholt und schließt dann sozusagen den Vertrag mit mir. Jetzt ist natürlich das mit dem Online auch so ein Thema. Das heißt, ich habe viel Bildschirm Real Estate und ich muss eben dafür sorgen, dass die Erwartungen des Kunden erfüllt werden, dass er eine informierte Kaufentscheidung trifft und dass er nachher sozusagen keinen Buyer's Remorse hat und sozusagen bereut, diesen Kauf getätigt zu haben, weil es vergleichbare bessere Angebote gab und so weiter. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Online-Shop, der live ist heute, von einem österreichischen Sport-Einzelhändler. Und was man, glaube ich, hier sagen kann, ist, dass das Erlebnis hier in keinster Weise zum Kauf animiert. Ja. Das heißt, ich habe ganz weit drüben ein einzelnes Bild, habe ganz viel Leerraum und die Beschreibung, ich weiß nicht, ob man es hinten lesen kann, ist tatsächlich nichts, was das Produkt beschreibt, sondern einfach nur den Abholprozess, wenn ich jetzt mich für den Kauf entscheiden sollte, wo ich das Rad dann herkriege. Also, das ist ein bisschen so, wie wir eingekauft haben. Mobile natürlich auch immer Option, weil es immer verfügbar ist, jeder hat es immer mit. Ist gut für schnelle Entscheidungen und ja, bezahlen heute ein bisschen fummelig, aber natürlich gibt es auch jemanden wieder, der es gut macht. Amazon geht das recht cool online auch direkt zu bezahlen. Aber eigentlich läuft das doch heute so. Wir kennen es, also wir haben es auch schon öfter gehört. Omnichannel natürlich, das heißt, ich habe nicht nur den klassischen Store und vielleicht noch Web und vielleicht noch Mobile als Touchpoints. Ich habe viele Touchpoints, Print natürlich auch ein wichtiger Touchpoint. Und wichtig bei Omnichannel ist auch der Unterschied zum Multichannel, das heißt, nicht viele separate Kanäle, sondern koordiniert viele Kanäle gemeinsam. Und das ist auch wieder ein bisschen was der Horst auch schon heute in der Früh erwähnt hat, mit dem Beispiel, wo mehr Budget fürs SEO gefordert wird. Aber der korrektere Rat wäre gewesen, das Ganze als holistisches Thema zu betrachten und alle Kanäle zu betrachten. Ja. Und jetzt ist es so, das sind nicht einfach nur viele Kanäle, das sind sie, ja, aber der Prozess ist auch ein anderer. Weil wenn wir uns vor das AIDA-Modell in die Erinnerung rufen, das endet sozusagen mit diesem Handlungsaufruf und damit, dass ich hoffentlich jemand dann in den Store kriege. Heutzutage, denken wir, ist das eher so, dass ich finde ein Produkt attraktiv. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was ich haben will und ich gehe jetzt in den Markt dafür. Ja? Also Attraction, ich finde ein Produkt attraktiv. Das heißt, ich gehe in den Markt, ich informiere mich. Ja? Also ich schaue beim Hersteller vorbei auf der Website oder vielleicht auch schon beim Online-Händler, weil ich da natürlich beim Online-Händler, und das ist ja auch etwas, was Amazon groß gemacht hat, ich mich mit anderen austauschen kann. Oder ich kann zumindest sehen, was andere von diesem Produkt halten, oder ich kann natürlich auch aktiv mich
mit anderen austauschen, indem ich über also Seitenkanäle wie keine Ahnung, WhatsApp oder Insta oder irgendwas meinen Freundeskreis oder meine Kontakte anbinge. Hey, was hältst du davon? Hast du das schon gekauft? Und so weiter. Das heißt, in diesem ganzen Kaufprozess an jedem dieser Punkte muss eben die Experience stimmen. Und dann, wenn ich die Entscheidung treffe, dann kann das heute natürlich auch im Zeitalter von digitalen Diensten sein. Ich kaufe es noch gar nicht, ich probiere es mal. Ja. Auch da ist es eben wichtig, dass wir die richtigen Informationen sammeln und die richtige Experience bieten und die Erwartungen des Kunden erfüllen. Fulfillment, okay, ich kaufe es, ich benutze das Produkt. Klar. Und der Prozess hört aber nicht an der Stelle auf, wo der Kunde beginnt, das Produkt zu benutzen und eben schon gar nicht im Zeitalter von digitalen Produkten oder Hybridprodukten. Denkt man nur mal unser Handy, da wären wir sehr unzufrieden, wenn wir nicht sozusagen regelmäßig Updates kriegen würden. Ja, das heißt, nur wenn ich jetzt das Handy gekauft habe, ändert für mich noch nicht sozusagen das Produkterlebnis an der Stelle. Ja. Das heißt, ich interagiere auch nach dem Kauf mit dem Hersteller. Und da kommen jetzt diese Feedback-Schleifen ins Spiel, wo man sagt, okay, ich tausche mich mit anderen aus. Das ist eben Feedback auch für diesen Start im Prozess, wo ich beginne, Informationen über das Produkt zu sammeln. Und natürlich, sobald ich das Produkt anfange zu benutzen, kann ich entsprechend teilen, wie es mir damit geht, ob es mir gefällt, ob meine Erwartungen erfüllt sind. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt, wo der Login passiert, ja, zwischen dem Fulfillment und dem Service. Aber der Prozess dort eben nicht zu Ende ist, sondern es hilft ja nichts, wenn ich sozusagen jetzt das Handy gekauft habe und wie gesagt dann zum Beispiel kein Update bekomme, dann bin ich mit dem Service nach dem Kauf nicht zufrieden und werde das auch entsprechend an meine Peers kommunizieren. Und deswegen spielt dieser ganze Prozess, dieses ganze Erlebnis rund um den, in den Prozessschritten vor dem Kauf schon ganz wesentlich in die Kaufentscheidung mit rein. Und nur ein perfektes Produkterlebnis an allen diesen Touchpoints führt eben zu Begeisterung und somit auch hoffentlich dann zu neuen Kunden, wenn sozusagen diese Feedback-Schleifen alle funktionieren. Und wenn man sich das jetzt alles nochmal in den Kopf rufen, kommen wir ein bisschen darauf, was unsere Mission ist, als Zielum ist, ja, für unsere Kunden, gemeinsam mit unseren Kunden. Weil unsere Mission für unsere Kunden ist, zu vermeiden, dass die Experiences so ausschauen. Ja. Weil, frei nach Bill Clinton, das ist the economy stupid, ja, also, worauf es ankommt, um diese perfekten Produkterlebnisse auch tatsächlich zu liefern, sind die Inhalte. Es geht um den Inhalt. Und wenn wir sagen, okay, ja, Inhalte, welche Inhalte? Eine Menge Inhalte, ja, weil natürlich, wenn man sagt, okay, man diversifiziert oder man eigentlich personalisiert und geht sozusagen auf Zielgruppen ein, dann hat man eine Menge Content, aber man braucht eben eine Menge hochqualitativen Content. Und im Vergleich der ungenannt bleibende Einzelhändler in Österreich und zum Beispiel unser Kunde Scott Sports. Ja, das ist einfach eine Menge mehr Content und eine Menge wirklich hochqualitativer Content. Ich habe nicht nur ein einziges Bild, ich habe mehrere Ansichten, ich habe die Möglichkeit da rein zu zoomen, ich habe unten präsentiert die entsprechenden Technologien, die bei diesem Rad im Einsatz sind. Das sind, glaube ich, auch Videos, das heißt, ich habe sofort auch da auch eine Multimedia-Komponente dabei und man sieht es vielleicht auch ganz rechts, das dritte Element da unten bei der Radvorschau ist auch so ein Mood-Video. Das heißt, ich sehe das Produkt im Einsatz, sie fahren durch den Wald, die springen über Steine.
und kann mir eben sehr gut vorstellen, wie es wäre, mit diesem Rad auch zu fahren. Ja. Und um diesen Anspruch geht es. Das wollen wir gemeinsam, das wollen wir unseren Kunden helfen zu erreichen. Gut, also was für Content könnte das sein? Also wir haben schon gesagt, es muss eine gewisse Qualität erfüllen. Und ja gut, klassisch, Produkt, Bilder, Produkt, Videos, Animationen, ja, so weit, so gut. Aber es geht auch mit der zunehmenden Digitalisierung des gesamten Kaufprozesses um die Möglichkeit, die Produkte auch digital erleben zu können. Das heißt, nicht nur sozusagen diese Rundherum-Informationen wie beim Rädern natürlich sowas wie Spezifikationen und Wartungsinformationen, dedizierte Landingpages für einzelne Produkte, aber eben auch immer mehr 3D-Themen. Ein großer Retailer, der Kunde von uns ist, startet jetzt gerade mit uns auch 3D-Views in der Kollaboration, also in Workrooms und dann eben, Experiences für die Endkunden liefern zu können. Wir haben in Content Shopping, wir haben vorher das Beispiel von Instagram gesehen mit dem Shoppable, ja, also da, wo Produkte vorkommen in einem anderen Stück Content, die Referenzen für ein Produkt hinterlegen zu können. Produktvergleichstools, Preisvergleiche, Sticky Content across Channels. Da ist natürlich wieder so dieses Omnichannel-Thema, dass man sagt, okay, es gibt jemanden, der ist dafür verantwortlich, dass diese Inhalte über alle Kanäle funktionieren. Und ich glaube, da hat das Print-Team auch schon ganz interessante Dinge vorgestellt, wie das auch mit Print funktioniert in Zukunft, um sozusagen da relevant zu bleiben. Gut, Produktkonfiguration ist auch ein Thema, wo die Experience stimmen muss. Das hat eher mal was für komplexere Produkte wie eben Fahrzeuge. Und bei Rädern sieht man es auch teilweise schon. Tipps und Content-Viewers und teilbare Content-Schnipsel zum Beispiel. Also all diese Dinge, neben den klassischen, ich habe ein Bild, ich habe ein Video, ich habe vielleicht noch ein Factsheet oder eine Wartungsinfo als PDF, das alles wird es in Zukunft brauchen, um diese digitalen Erlebnisse liefern zu können. Und das Produkt auch digital erlebbar zu machen. Und ja, es heißt das menschliche Gehirn kann Bilder oder sagen wir visuelle Eindrücke 60% schneller verarbeiten als Wörter, als Text. Und wer gestern in dem Vortrag von Vorbeand war, der hat gesehen, okay, ich kann auch automatisiert ansprechenden Beschreibungstext gestalten und so weiter. Und natürlich ist das auch weiterhin wichtig. Aber nichtsdestotrotz, visuell arbeitet das Hirn einfach schneller und effizienter. Wie komme ich jetzt zu diesem Content? Ja. Und unsere Einladung an unsere Kunden ist die, Content als Lieferkette zu betrachten, also für Content auch eine Lieferkette, als Lieferkette zu betrachten. Ja. Also wer ein Heferl will, da ist noch eins, also Phrasen, Supply Chain, ja. Content, Supply Chain. Klassische Produkte ist ja klar, also es gibt eine Lieferkette, um eben von diesem Weizen, der wächst auf dem Weizenfeld, wird gedroschen, wird ausgeliefert, um sozusagen aus diesem Weizen im Endeffekt Spaghetti machen zu können. Ja. Dafür gibt es eine Lieferkette, da gibt es auch Qualitätschecks, klarerweise, gerade im Lebensmittelbereich, damit das, was sozusagen in diesen Nudeln drin ist, auch entsprechend qualitativ hochwertig ist. Und genau sozusagen diesen Anspruch, das Ganze als Prozess zu betrachten, auch qualitativ, den sollten wir auch für den Content haben, den wir in unseren Product Experiences verwenden. Und unser Angebot dazu ist eben die Ziel- und Content Supply Chain. Wir nennen das Create, Manage, Route. Ja. Das heißt, wir haben Lösungen für den Create-Bereich, also da, wo Content entsteht,
für die kollaborative Zusammenarbeit in der Erstellung von Content mit Tasking, mit Workflows, mit Approvals und mit File Access and Sharing, also mit unserem Drive, mit unserer Drive-Komponente. Wir haben den zentralen Teil Manage, also diesen erstellten Content zu verwalten, ja, mit unserem Central Content Hub, der automatisch Derivate erstellt und mit Berechtigungen Zugriff steuert, der auch KI-Unterstützung bietet in der Verschlagwortung und in der Suche. Und wir haben dann schlussendlich Root, ja, also da, wo der Content, den wir erstellt, verwaltet haben, auch sozusagen dorthin ausliefern, wo diese Experiences, wo diese Touchpoints mit den Kunden sind. Also klassischerweise nach Upstream, PIM, ERP-Integrationen, Integration in CMS, in Shop-Systeme und eben auch in Commerce-Systeme, direkt in den Shops. Genau. Zielum, Content Supply Chain, Create, Manage, Root, um eben den hochwertigen Content zu haben, den ich dann koordiniert in meine Zielkanäle ausspielen kann. Von B2B über Print bis Web. Das ist einfach ein bisschen so unser Credo, also nur perfekte Produkterlebnisse garantieren, dass sich Kunden umfassend und richtig mit Produkten vertraut machen können. Gerade auch in Zeiten von Covid, wo also Ausgangssperren sind Gott sei Dank hinter uns, aber eben dieser Shift hin zum Digitalen, zu Kaufentscheidungen, die rein online nur mehr ablaufen und wo niemand mehr einen Store betritt. Und ja, perfekte Produkterlebnisse, okay, gibt es nur mit perfekten Produkt-Content an jedem Punkt der Content-Journey. Was finden wir, oder wenn wir unsere Kunden anschaut, wer unsere Kunden sind, dann sehen wir, wir sind für jene Kunden relevant, die mit Premium-Produkt-Content arbeiten, wie zum Beispiel im Scott. Wir sind da relevant, wo es um Produkt- und Marketing-Content in großen Organisationen geht und wo es auch um große Mengen an Produkt- und Marketing-Content geht. Da ist unsere Lösung spot on, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und nochmal, um zu rekapitulieren, also Create, Manage, Root. Mit Zielum können Marketing-Teams Inhalte erstellen, also Create, organisieren, managen und routen, um diese perfekten Produkterlebnisse zu liefern. Wenn man sich unsere Lösung als Ganzes anschaut, dann kann man das eigentlich in 6 Elemente gliedern. Also wir haben klassisch unser Digital Asset Management System, also das DAM, oder MAM, wie es auch oft genannt wird. Wir nennen es Content Hub als zentralen Verwaltungshub für alle Inhalte einer Organisation, digitalen Inhalte einer Organisation. Wir haben unsere Agile Collaboration-Lösung, also Workrooms, mit der Teams zusammenarbeiten, um diese Inhalte zu erstellen. Die unterstützt auch durch Workflows und Automation, um eben Tasking zu erleichtern und Nachverfolgbarkeit von kleinen Projekten auch zu lösen. Online-Proofing, also im Sinne von Approval, nicht Farbtreue checken. File Sync and Share und eben unsere Integrationen. Wir haben über unser Marktplatzangebot eine Reihe von Off-the-Shelf-Integrationen in viele PIMs, Upstream zum Beispiel oder in dem CMS, Shop-Lösungen Downstream. Ich glaube, auch wieder etwas, was Horst, glaube ich, schon auch gesagt hat am ersten Tag, also 91% der Produkterlebnisse vor dem Login werden heutzutage eben schon nur mehr rein digital erlebt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, hier den entsprechenden Content zu haben, um dieses Erlebnis für den Käufer dann attraktiv wie möglich zu gestalten. Und 77% der Käufer sagen, dass das Produkt der primäre Grund für die Markenloyalität ist. Das heißt, ich muss es schaffen,
entsprechend der Erwartung des Kunden das Angebot zu gestalten. Ich muss zentral erlauben, eine sozusagen befriedigendes Kauferlebnis zu garantieren, damit ich dann im Endeffekt auch tatsächlich über das Produkt und das Erlebnis, das ich rundherum hatte, auch loyal zur Marke werden zu können. Content ist die Experience. Experience creates the Login. Also nur wenn die Experience stimmt, wird auch die Kaufentscheidung getroffen. Nur ganz zum Schluss jetzt nochmal, das ist wiederum Gartner und jetzt sozusagen eine Umfrage auf dem amerikanischen Markt. Also wo werden CMOs 2021 sozusagen Fokus drauf legen? Und 51% der befragten CMOs in Amerika, in dem Fall Nordamerika, sagen, okay, Fokus ist New Digital Experiences. Ja. Gut. Abschließend einfach nur mal die Einladung. Wenn Sie uns noch nicht kennen, schauen Sie bei uns am Stand vorbei, sprechen Sie ein bisschen mit uns. Get your content supply chain moving with Cellum. Vielen Dank.